Florian Bösch ist einer der spannendsten Liedsänger und Singschauspieler. Er gibt am 1. Dezember einen Liederabend in der Wiener Staatsoper mit Balladen von Karl Löbe und Robert Schumann. Für mich persönlich ist Florian Bösch ein grandioser Geschichtenerzähler. Er hat die Fähigkeit, die Figuren in diesen dramatischen Texten, wie zum Beispiel Tom der Reimer und die Elfenkönigin oder Herr Olof oder Belsazar und seine Gefolgschaft zum Leben zu erwecken. Er bringt damit Minidramen mit viel Kraft, Intensität und Wahrhaftigkeit auf die Bühne. Wer großes Kino, großes Drama erleben will, dem empfehle ich diesen Liederabend mit Florian Bösch in der Wiener Staatsoper. Patricia Petitbon ist immer für Überraschungen gut. Sie liebt das Außergewöhnliche. Mit ihrem Liederabend in der Philharmonie in Luxemburg wird sie Francis Poulencs La Voix Humaine zum Besten geben. Meiner Meinung nach gibt es wenige Sängerinnen, die der Psychologie einer Frau besser nachspüren können als Patricia Petitbon. In diesem Monodrama von Francis Poulenc telefoniert eine Frau mit einem Mann, der sie verlassen hat. Sie versucht in diesem Telefonat Erklärungen zu finden und durchlebt eine emotionale Achterbahn. Eine emotionale Achterbahn voller Enttäuschungen, Liebe, Wut, Hass und Wunschvorstellungen. Dieser Dialog wird zum Monolog und die Wirklichkeit verschwimmt mit der Illusion. Ein Abend voll tiefgreifender Gefühle, der niemanden kalt lässt. Brillant umgesetzt von Patricia Petitbon. Christiane Karg besticht durch ihre Eleganz, in ihrer Stimme und in ihrem gesamten Auftreten. Sie präsentiert einen Liederabend im Wiener Musikverein mit sehr selten gehörten Weihnachtsliedern von Cornelius, Humperdinck, Richard Strauss, Mendelssohn und deren Zeitgenossen aus Frankreich und Spanien. Ich empfinde es als eine weihnachtliche Zeitreise, die magische Kindheitserinnerungen in uns wachruft und uns die Hektik und den Alltag für kurze Zeit vergessen lässt. Ein Abend für alle, die ein Weihnachtsprogramm abseits des Üblichen erleben wollen. Patricia Nolz hat nicht nur eine wunderschöne Stimme und eine beeindruckende Bühnenpräsenz, sondern sie hat vor allem den Mut zur eigenen Interpretation und besticht durch eine unglaublich ehrliche und natürliche Art des Singens. Im Dezember singt sie erstmals die Rosina und gibt damit ihr Debüt am Opernhaus in Nancy. Eine Partie, die sie dann auch im Januar an der Wiener Staatsoper singen wird. Überzeugen Sie sich selbst!